Willkommen zurück auf Boxing Arts und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute machen wir mal ein ganz neues Format, was ich noch nie gemacht habe, was aber schon etliche YouTuber jeden Tag machen gefühlt. Und zwar Vlogging. Ich will euch mal heute mitnehmen auf die kleine Reise, die wir am Wochenende jetzt geplant haben. Und was genau das ist, das seht ihr gleich nach dem Intro. Ja, meine Champs, das erste Vlogging bei Boxing Arts. Ich bin irgendwie aufgeregt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber ich probiere mal irgendwas zu machen für euch. Wir haben Folgendes geplant, und zwar kennt ihr ja alle die Boxing Arts Academy hoffentlich. Falls nicht, checkt auf jeden Fall den ersten Link in der Beschreibung ab. Und zwar wollen wir 3 Tage durchtrainieren. Da geht es dann richtig zur Sache. Wir wollen viel Beinarbeit üben, wir wollen viel Technik üben. Ich will den Leuten ein bisschen was über den Peekaboo-Stil erzählen. Und vielleicht machen wir auch so ein paar Sparringseinheiten für diejenigen, die sich natürlich trauen. Ganz besonderer Gast wird bei uns sein, der Ilya von den NA Kangaroos. Liebe Grüße gehen an dich raus, Ilya. Ich freue mich schon mega auf dich. Hey Leute, kennt ihr das? Ganz Deutschland gefühlt ist immer im Baustellenchaos. Besonders in Hamburg ist es extrem schlimm. Und kennt ihr das, wenn ihr so in anderen Ländern das mal gesehen habt? Und dann sieht man, wie die Leute so ein Erdbeben hatten. Und die Leute haben es geschafft, innerhalb von ein paar Tagen neu aufzubauen. Also die Straßen, die beschädigt waren durch das Erdbeben und so weiter. Wieso kriegen die das hier in Deutschland nicht hin? Natürlich ist es wichtig, immer wenn ihr die ganze Zeit sitzt, dass wir auch hier die vordere Brust gegen den, ne? Damit wir nicht in dieser Haltung sind, und beim Autofahren sind wir hier die ganze Zeit in der Haltung. Deshalb mal einfach mal kurz aufdehnen, hier die Hände zusammen. Jetzt einmal strecken. Ah, fühlt man sich gleich viel besser. Rückseite, weil wir auch die ganze Zeit sitzen, ist das hier auch alles verkürzt. Auch hier einmal kurz durchdehnen. Ja, dass du die Fußspitze anziehst, Bein lang durchstreckst. Für all diejenigen, die müde werden zwischendurch beim Fahren, mach mal Schattenboxen. Einmal Gas geben richtig, komm. Zack, bist du schon wach. Mit einmal ist dein Puls hoch und dann kann es weitergehen mit der Autofahrt. Let's go! Meister! Hey! Der Meister! Ich fange mal hier an. Ja! Meine Maschine, wie geht's dir? Ja! Genau. Ja, ja. Sehr gut. Den weiter so fahren können, dann hätte ich doch hier weiter fahren können. Das ist doch gar nicht das Problem. Nee, komm. Ihr habt ihn ja gesehen, oder? Und, ja, komm, ich zeig dir mal, warum ich hier bin. Und ich dachte mir so, er wollte mir was zeigen, warum er nicht weiterfahren konnte. Wisst ihr, was er mir gezeigt hat? Seine Mülleimer. Ich sag, ja, das ist mir schon klar, dass du deswegen stehen bleibst. Aber du kannst doch trotzdem weiterfahren, sag ich zu ihm so. Und dann kam sein Kollege zu mir, hat mich gleich angefaucht. So, ne? Aber so richtig böse. Mach du erstmal meinen Job. Mach du erstmal meinen Job, schreit er mich an. Und ich meine so, ey, Kollege, wenn du unzufrieden mit deinem Job bist und mit deinem Leben, lass das nicht an mir aus, habe ich gesagt zu ihm, ne? Ja, da musst du ja eben pünktlich jetzt zur Arbeit losfahren, sagt er zu mir so. Du, ich arbeite gar nicht, habe ich gesagt. Ich habe jetzt Urlaub dieses Wochenende. Das war so die Story. Da hat schon der Tag gleich begonnen, so für mich. Jetzt haben wir erstmal natürlich Hunger und die gesamte Gruppe sitzt schon draußen. Und jetzt werden wir erstmal richtig rein. Und das Geilste finde ich, ich dachte eben so, gerade als ich hier so lang gegangen bin, ich gucke mir das an, ich denke so, oh, hier sind nur so Tiere. Und ich denke mir so, verdammt, ich bin noch Veganer, ich kriege nichts zu essen. Aber dann fand ich das hier. Und das ist richtig stark. Alles vegan hier. Und das Witzigste ist, dass sie draußen das gar nicht mitbekommen haben. Die denken, die essen jetzt einfach Hähnchen und so. Ich bin mal echt auf das Feedback von denen gespannt. Auf jeden Fall werde ich mir jetzt richtig was zu essen gönnen. Hallo. So, Kinder. Jetzt hattet ihr einmal alle Hähnchen in Zweierreihen aufstellen. Okay, komm hoch. Herzlich willkommen. Wir finden es mega geil, dass ihr da seid. Und zwar haben wir hier so ein Mini-Körbchen. Die Farbe ist hier so Lachsrosa, nennt man das, glaube ich. Das ist natürlich für die Jungs und Hellblau ist für die Mädels. Genau, da drin findet ihr ein schönes, schickes T-Shirt für euch. Das könnt ihr dann anziehen. Ein Schnelltest. Das Doofe ist natürlich, wenn jetzt einer positiv ist, was machen wir dann? Noch ein, was einfach. Was ist negativ? Da haben wir hier uns nochmal so Mühe gemacht. Und das ist ein selbstgemachter Ingwer-Shot. Hallo, warum in Anführungszeichen? Das war voll viel Arbeit. Ja, war wirklich viel Arbeit. Das ist alles aus unserer Hand. Wir rufen einfach einzeln auf. Wir fangen mal hier an mit der lieben Janine. Kommst du nach vorne? Yes, Applaus. Dankeschön. Dankeschön. Herzlich willkommen. So, jetzt gehen wir los zur ersten Trainingseinheit. Mal sehen, wie das wird. Auf geht's. Falsche Tür. Danke, dass ihr bei dir sein dürfen heute, ne? Auf jeden Fall. Das ist der Ilya, Leute. Den kennen die meisten von euch auch bestimmt. Ja, hi.
Jetzt genau. Ein bisschen peinlich, die Halle ist nicht perfekt jetzt aufgeräumt hier, aber. Ey, du musst es Bescheid. Also, erzähl dir nichts. Lass uns einfach rein, komm. Geil, normale Leute. Ja, so sieht das hier bei dir aus. Also. Ja. Ich bin ja auch zum ersten Mal hier, das ist ja das Ding. Ja, genau. Ja, Leute, bei der ersten Trainingseinheit sind wir jetzt durch. Ihr habt gesehen, wir haben viele Standardkombinationen geübt, aber mit Fokus auf die Beinarbeit, was mir immer sehr wichtig ist. Genau, und wenn man das einmal kann, kommt die Kombination auch viel, viel flüssiger. Das heißt, es macht auch viel mehr Spaß, ihr könnt viel mehr Kalorien verbrennen, all dieses Zeug. Auf jeden Fall achtet immer auf eure Beinarbeit. Hallo! Wir sind jetzt im Hochseilgarten. Das ist das Special Event, was wir für unsere Academy-Mitglieder geplant haben. Auf jeden Fall sind jetzt einige schon komplett aufgeregt. Bin auch so ein bisschen aufgeregt, ist schon bei mir auch länger her. Wird auf jeden Fall lustig. So geht's weiter bei uns. Coach! Was machen wir denn jetzt? Hochseilgarten. Habe ich ja schon vorhin gesagt. Und wie hoch? Ich weiß gar nicht, aber es gibt noch eine, da gehen wir 25 Meter nach oben. Das ist schon heftig. Ja. Aber ich will's wissen. Ich will's wissen. Boom. Das ist für Sie auch angenehmer. Ja, genau. Du gibst jetzt alles. Gib alles, gib alles, gib alles. Komm, komm. Respekt. Einmal hin. Shake hands. Bam, bam. Ihr seid Krieger. Wirklich Krieger. Bam. Es kommt nichts mehr. Das Schild habt ihr bestanden. Jetzt machen wir noch. Besten Dank für den besten Trainer. Besten Dank für die geilste Gruppe! Yeah! Ja, was soll man sagen? Das ist das Gladiator-Training. Und meine Stimme ist ja auch schon komplett weg. Aber ich gebe gerne alles für meine Gruppe. Deswegen, so muss es sein. Voll Power, voll Gas geben. Anders kriegt man nicht alles aus sich raus. So Leute, heute letzte Trainingseinheit und zwar haben wir den Fokus heute auf Sandsacktraining plus Sparring, wer noch möchte. Mal sehen, wie die Leute drauf sind. Ich bin auch mega gespannt. Also, los. Erstmal die Augen gemacht werden. Okay. Alles gut. Morgen werden. Heute wird es nochmal richtig spannend und jetzt gilt es nur noch eine Frage zu beantworten und zwar, sind wir bereit? Ja! Yeah! Yes! Nicht auf mich gucken. Komm. Ja, 3, 4, 5, komm. 6. Wenn wir reinkommen, dribbeln wir. Okay? Wichtig dabei, warte. Ich zeig noch erstmal. Warte. Wichtig dabei ist, dass wir versuchen, so gut es geht, boxerisch das Ganze zu machen. Okay, das heißt, einer am Brett oben. Wenn die Hand wechselt, dann geht die andere Hand oben. Okay. Immer zum Kinn zurückziehen. Die ganze Zeit bewegen, canceln. Okay? Schön, wie das der Greatest of All Time gemacht hat, Muhammad Ali. Yeah! Erst geht voll rein. Das Reagieren und das Fangen. Okay, aber erstmal nur, du machst den hier, boom.
Jetzt probiert. Steh. Boom. Im richtigen Moment greifen. Genau. Aber vergiss nicht, boxerisch bleiben. Okay? Das heißt, einer Hand bleibt im Gesicht. Einer ist jetzt unten und einer ist oben. Bleibt unten. Genau so. Und der jetzt unten ist, okay? Versucht nicht, mach mal gut oben. Versucht jetzt, Hände zu hauen. Du hast die Aufgabe, Hände wegzuziehen. Wenn ihr es schafft, wegzuziehen, tauschen. Also bist du unten und versuchst nicht zu hauen. Genau, der tritt mich. Zum Beispiel. Genau. Okay, und so weiter. Jetzt machen wir Schulterkick. Ich sag nochmal ganz wichtig, nicht übereifrig werden. Es geht um keinen Weltmeisterschaftskampf oder so. Das heißt, wir hauen nicht voller Wucht rein. Wir passen auch auf, dass wir nicht in die Augen schießen. Einfach nur hier im Herzen. Schnell sein hier. Okay, mehr nicht. Wenn er nicht trifft, dann trifft er. Ist okay. So, du brauchst nicht gleich sauer werden. Oder hier Kopfstoß oder keine Ahnung. Okay? Einfach nur ein bisschen spielen. Bisschen spielen. Genau, wegziehen. Den Oberkörper. Bewegen. Versuch auf. Genau. Genau, zum Beispiel. Okay? Nicht übertreiben, ganz wichtig. Ich sage es aus einem bestimmten Grund. Weil es gibt immer Kandidaten, die haben dann hier heulen. Ja, die sind Erwachsene. Ja, glaubst du. Das waren immer Erwachsene. Okay. Also beide hauen gleichzeitig. Ihr guckt einfach. Ah, jetzt ist es passiert. Osmanische Backpfeife. Einer hält jetzt immer den Sandsack fest. Nicht, dass ihr so rumklimmelt. So. Einfach nur normal hier unten festhalten, so dass ihr den Partner nicht blockiert. Ganz wichtig. Und dann fängt ihr einfach erstmal an mit der Kombination. Nur links, rechts, links. 1, 2, 3. Die letzte drehen wir rein, wie wir es gelernt haben. 1, 2, boom. Okay? Mal kurz rausgehen, wieder reingehen. 1, 2, boom. Kurz rausgehen, wieder reingehen. Okay? Nur das machen wir erstmal. Drei Schläge, drei Schritte. Beinarbeit ist alles. Schlagen kommt danach. Jawohl, gib's ihm. Genau. Wechsel. Und jetzt nehmen wir noch einen Jab dazu. 1, 2, 3. Laden. Boom. Wieder gerade. 1, 2, 3. Laden hier und dann, bumm, reindrehen. Okay, dann wieder bewegen. 1, 2, 3, laden, bumm. Wie gesagt, ihr braucht keine Angst zu haben, wir hauen hier nicht rein. Es geht nur darum, dass ihr die Bewegung umsetzt, locker getroffen werden, kein Problem. Also, wenn ich hier sehe, dass einer zu hart reinhaut, den schmeiße ich sofort raus sowieso. Aber es geht hier nicht darum, dass wir jetzt unser Ego hier aufbauen, sondern einfach nur ein bisschen die Technik nochmal am Mann zu üben. Ne? Zwischendurch mal ein Tipper, kann passieren, aber ist jetzt kein Weltuntergang. Also ihr braucht keine Angst zu haben. Ne? Also wer ist dabei? Wer möchte gerne? Darf ich mir das erstmal kurz? Kannst du, klar. Kannst du mal schieben. Ah, Ilia ist auch dabei. Ja, ich hab mich ja schon die ganze Zeit drauf gefreut. Warte. Bleib da, genau, bleib hier. Ja, bleib da.
Schön. Ja, ich weiß. Guck, wo die Lücken sind. Guck, wo die Lücken sind. Nicht nur auf den Kopf. Guck, wo die Lücken sind. Danke. Ich habe mich. Ciao, Digi. Jab, Schnackern. Jab, boom. Immer wieder nerven. Aber das hast du verdient, Lisa, sehr gut. Ich bleib nicht so lange drin. Weil der lässt sich immer um den Scheiß abfallen. Sind erst 30 Sekunden und ihr habt noch 2,5 Minuten. Weiter!
Minuten, aber okay. Toll. Winkelwechsel. Nice! So, und jetzt gilt es nämlich, so konzentriert zu bleiben und nicht zu verkrampfen. Haben die ihn dran offen? Wenn du härter bist, ist immer ein Zeichen, du verkrampfst. Du bist unter Druck. Du willst dich wehren. Nach den einzelnen harten Schlägen pusht es halt, das was ich gesagt habe, das Ego. Ja? Und dann will man, und dann weiß man, oh, ja, aber wenn ich jetzt zu viel Gas gebe, dann overpace dich. Und dann bin ich gefundenes Fressen. Da muss man sich halt wirklich beherrschen und immer gucken, alles klar, wie gehe ich das dann halt taktisch wieder an. Das ist ultra wichtig. Ja. Sehr gut. Bekommen die Academy-Teilnehmer nochmal Pokale, weil sie dabei waren, weil sie einfach Maschinen sind. Und das haben sie wirklich verdient. Und das wollen wir natürlich auszeichnen. Also Leute. Natürlich, was wäre die Boxing Arts Academy Trainingscamp ohne eine Auszeichnung für euch? Ist doch logisch. Wer so viel Schweiß, Blut, Tränen hier reingeschwitzt hat, hier ist alles voll von euch. Ja, doch was, der hat auch so eine Auszeichnung verdient, oder nicht, ganz ehrlich? Oder nicht? Das Ganze wäre ohne euch gar nicht möglich gewesen. Ne? Also wirklich, auch dass ihr den gesamten Weg mit mir gekommen seid, egal der eine jetzt erst vor kurzem oder auch viel, viel später, auch von seit Anfang an, scheißegal, ich schätze es von jedem, dass er dabei ist und. Lass uns einfach eine geile Zeit haben. Ich freue mich einfach auf die Zukunft, was noch kommen wird. Genau, und jetzt rufe ich einfach jeden Einzelnen hier auf und übergebe ihm seine Auszeichnung oder ihre Auszeichnung. Wir fangen mal an mit dem Michael. Applaus bitte. Ja, Leute, das war das erste Boxing-Trainingscamp, ist jetzt vorbei. Ich bin auch ein bisschen traurig, muss ich sagen, aber auch froh, dass wir uns aber auch wirklich wiedersehen. Wir haben echt Gas gegeben und ihr seht, ich habe auch ein blaues Auge. Alle haben nochmal Sparring gemacht. Ja, das sind einfach Maschinen. Ich sage dazu einfach nichts mehr. Ihr habt es gesehen. Also, haut rein. Ciao.